Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Sunshine, heute bei Bayer Paradiso. Und ich dachte, ich mache mich da mal schlau. Das Geheimnis der Muschel ist wohl das beste Geheimnis-Level zum Sammeln der gelben Münzen und zwar hunderte davon. Ja, ich sehe schon warum. Oh Mann, die sind ja überall hier. Das sind übrigens deren kleine Häuschen hier. Schon mal gesehen. Ich meine, spartanisch eingerichtet so, aber es sieht schon aus, als würden die darin leben. Und es sieht eigentlich echt chillig aus. Finde ich gut. So, oha, hier sind so viele. So viele Münzen, die werde ich alle sammeln. Oh yeah. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Das wird jetzt ein bisschen langweilig. Vielleicht kann ich ja irgendwas aus meinem Leben erzählen. Ich weiß es nicht. Ich spiele gerne Rocket League. Bin 27 stand jetzt. Hab am 8.9.93 bin ich geboren. Sternzeichen, Jungfrau, Kicher, Kicher. Und ja, ich bin 1,70 groß. Sehe anscheinend nicht aus, wie ich mich anhöre, musste ich mir von manchen Leuten anhören. Und ja. Was gibt's noch so zu erzählen? Ich weiß es nicht. Ich, wow, dieses Level ist schon ziemlich cool eigentlich mit dem unten. Da. So, und ich weiß immer noch nicht, ich habe mir das Video angeguckt, wo ich gegen diesen Palmaton da angetreten bin hier in dem Level und so weggeschleudert wurde. Es sah aus, als wenn eine Faust aus dem Boden kam oder so, aber ich weiß halt nicht, aus welchem Grund das passiert ist. Das war halt vollkommen überraschend. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr es nicht schon getan habt. Oh, Schluck auf. Hier haben wir gleich erstmal schon mal die Hälfte der Münzen weg. Es scheint, als führen uns diese Münzen auf einen Pfad. Auf dem Pfad der Münze. Hier wird gleich umgemünzt und so lernen wir dieses Level doch nochmal ein bisschen kennen. Denn hier zum Beispiel war ich noch gar nicht. Dachte immer, das hat irgendwas damit zu tun. Oh, hier sind auch Münzen. Und hier sind locker auch welche drin, sage ich doch. Oh, yes! Jawoll! Joscha! Sie! Sie! Sie, sie, sie! So. Pronto! Gib mir Munzen! Aber, wer bist du eigentlich? Du bist dieser komische Verkäufer. Entschuldige dir was, Mario. Mein Geschäft läuft wieder. Benutze eines dieser Boote gratis, wann immer du möchtest. Ich habe keine Ruder. Du musst deinen Dreck wegbenutzen. Nee. Gracias. Dies ist eine meiner Schwebedüsen, der Git GmbH. Okay, wie komme ich jetzt? Ah, und ich kann ja atmen, weil ich die Münzen sammle. Also, das ist ein Tauchgang. Scheiße, ich würde das gerne schon so zeigen. Wie... Oh, ein komisches Fischchen. Ich habe Angst vor dem. Komm, hoch mit dir. Kann ich so machen? Ah! Ah, es sieht sehr, 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 sehr langsam aus. Aber es funktioniert. Ich habe 67 Münzen schon. Das ist schon ziemlich viel. Wozu sollte ich dieses Boot brauchen? Um die Münzen zu sammeln? Aber ich konnte sie doch auch so sammeln. Also für mich ein bisschen, ja gut. Ne, warum nicht? Warum nicht? Wird nicht das Schlechteste sein. Hier kann man wieder rauf, das ist schön. Da wollte ich nämlich sowieso rauf. Das Geheimnis der Muschel. Weil diesen Tanuki da oder was das ist, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was sehr schade ist. So ein bisschen Story-Mori ist ja immer ein bisschen besser, ne? Ist ja praktisch eigentlich. Will man ja auch hören, sehen, fühlen, schmecken, riechen, was auch immer. So. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das, diese Steuerung doch keine, also es war zwar cool auf der GameCube, dass du nur diese Taste hattest und je tiefer du sie reingedrückt hast, desto, desto mehr spritzt es. Aber, ehrlich gesagt, ich komme damit klar hier. Oh, muss ich schon so sagen. Das ist schon eigentlich etwas, womit man klarkommen kann. Vielleicht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber... Naja,
Wir meckern nur auf hohem Niveau. Oh, no. Was habe ich hier schon wieder gefabriziert? Ja, voll. Okay, und das bringt jetzt bitte was? Wo kriege ich denn hier jetzt noch die restlichen Münzen her? Oh, wow, ich habe etwas verpasst hier, merke ich gerade. Noch eine Tür mit Münzen. Oh, hier, sowas war das. Ach, krass, dann hat mich das da unten weggeschubst. Das ist ja fetzig hier, ey, witzig. Heftig. Was zum Teufel auch immer. Oh, Banana. Na, wo seid ihr Münzen dann? Oh, was zum? Oh, was zum? Will die haben? Ja, dieses Geräusch, das macht mich kirre. Das kriege ich doch alles so gar nicht, ohne schnell zu sein. Okay, nimm mal lieber den Weg, der am schnellsten ist. Okay, davon kann ich zwei vergessen. Ja. Naja, ja doch. Schade eigentlich. Ah, guckt euch diese schöne Stadt mal an. Das ist doch was, das ist doch was Herrliches hier. Den. Verleg vielleicht meinen zweiten Wohnort hier hin. Oder so ähnlich. Wie Patrick sagen würde. Tun wir das aber nicht. Ich will nicht an der Bucht leben. Und ich möchte auch nicht in ein Haus leben, wo ich vorher erstmal durchtauchen muss. So. Kann man noch weiter hoch? Ne. Oh, ich bin kacke gesprungen. Zack. Oh ja, gib mir Münzen. Jo, direkt 100. Und wo gehst du hin, hä? Ja, natürlich. Sammeln wir doch ein paar mehr. Haben wir dafür jetzt auch ein Leben bekommen eigentlich? Jetzt muss ich aber mal überlegen. Boing, boing. Komme ich denn da ganz rauf? Muss ja wahrscheinlich den Weg benutzen da. Oh, wow, wow, wow. Okay, krass. Sehr gute Idee. Ja, klasse. Diesen da muss ich benutzen, weil der Stern da ganz oben drauf ist. Hör mal, kommt davon da ganz oben rauf. Okay, ich verstehe. Ah. Jawohl. Nimm das, nimm das. Und dann nimm das. Und nimm das. Nimm das. Und hoppala. Ups. Hier, wartet mal. Okay, das wird mir jetzt hier trotzdem nicht ersichtlich, wieso ich hier voll weggeflogen bin. Oh, super Attacke, aber leider nicht die Wirkung, die ich damit erzielen wollte. Zack. Man kann hier auch so langhangeln und so. Krass. Das ist bestimmt alles relevant für die blauen Münzen, deswegen hätte ich dieses Ding auch mitnehmen können. Schade. Na gut, das ist ja wohl kein Problem. Dann nehmen wir diese Wendeltreppe aus Muschelschale. Oh yeah. Haben wir das wenigstens auch schon mal hinter uns. Dass man hier so raufklettern kann. So. Ja, ja, dreh doch die Kamera einfach mal ein bisschen. Danke. So lässt sie sich nicht drehen. Verdammt. Es wird immer enger und die Kamera denkt so, ach ja, ich mache noch mehr Faxen, je enger es wird. Oh, ich glaube, ich habe den falschen Weg genommen hier. Dachte, wollte ich gerade sagen. Sehe nichts, aber ich denke, es klappt trotzdem. Steh auf und spring ein. Warum springst du denn nicht? Ich hab doch gedruckt. Wusch. Tschüss. Ah, der Rote folgt mir. Nein, du kriegst mich nicht. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Jawoll. Wunderbar. Schön auf der Spitze von Bayer Paradiso. Mit der Nationalflagge von Bayer Paradiso. Nein, keine Ahnung. Aber sehr gut. Sehr gut. Diese. Boom. Lido Sirena. Also drei haben wir noch. Da muss ich ein bisschen überlegen. Sehr schöner Sprung, Mario. Lido Sirena.
Sirena, Sirena, da habe ich gelesen, es ist Kapitel 5. Wo es am krassesten ist. Das heißt, wir werden hier draußen auch nochmal richtig Kohle scheffeln. Wie in Sheffield. Und... ja, vielleicht hat der Strand ja wieder 1000 Dinger hier, weiß man ja immer nicht. Nee, ja, wirkt diesmal nicht so. Ich hole mir das Wasser wieder. Weißt du, da habt ihr den Strand, da habt ihr das Hotel. Ihr kommt raus. Man kann hier schön den Vulkan sehen. Man hat hier nur keine Gehwege, um irgendwo hinzukommen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wie soll man... ich weiß, es ist grafisch und so. Aber wie soll man... denn soll ich jetzt hier rumschwimmen oder was? Wie soll ich zum Hotel gebracht werden? Per Flugzeug? Ich bin auch in Piazza Delfino gelandet hier. Und der Park ist da vorne. Naja, ihr versteht sicherlich, worauf ich hinaus will. Das ist auf jeden Fall Scheibenkleister. Zack. Ein Leben. Dagegen kann ich nichts unternehmen. Und nichts. Einfach nichts. Nein, nichts. Und platsch. Wasser. Wasser. Ja, wir machen ja so wahrscheinlich gerade den Wilser-Vorrat leer vom Hotel. Das stört uns nicht, denn wir sind auf der Suche nach Geld. Wir wissen ja, was so typisch menschlich ist. Für Geld. Mit Geld kann man alles rechtfertigen. Wir machen die Erde kaputt. Scheiß drauf. Hauptsache, wir machen Geld. Was? Es können sich 50 Millionen Leute mit Corona infizieren? Scheiß drauf. Wir machen Geld. Hauptsache. Na gut, ich verstehe natürlich den wirtschaftlichen Aspekt. Aber ihr wollt... wir verstehen sicherlich wieder, worauf ich hinaus will. Irgendwas war daran gerade sehr merkwürdig. Ich glaube, Mario läuft hier ein bisschen Randale. Aber ich glaube, ich muss einfach nur in den... in das Hotel rein. Ich denke, es ist Zeit, um mit den Leuten zu quatschen. So. Es geht ab. Ja, ich kann es spielen. Tolle Musik, Tutut, komm schon. Ach, das sind die Tutut-Leute. Was denkst du, es ist Zeit zu gehen? Dum-di-dum-di-dum-ding-bim. Mach dir selbst einen Reim. Ich kann nicht mehr so tapfer sein. Tam-tam-taram. Ah, sie machen Musik und das ist so unglaublich geiles Feeling. Ohne Witz, ich habe es damals schon wegen dem Feeling einfach mal so zwischendurch gespielt. Das Spiel. Sag ich doch, dass es hier Münzen gibt hier. Das wusste ich doch. Du unternimmst auch einen unseren Spaziergang? Schön. Na gut, dann werden wir jetzt hier... es geht eigentlich hier so ab, Mann. Naja, es ist eigentlich schon echt interessant. Meine Mädchen immer ohne Vorwarnung zum Meer. Ah. Wieso sagt er das so? Wir könnten ebenso auf unser Zimmer gehen. Zum Glück war das keine Frage. Ob du Wasser oder vielleicht Saft? Stimmt. Vielleicht habe ich auch Wassersaft. Sorry, kein Saft. Ah, das Wasser dürfte jetzt auch leer sein. Ich habe noch ein paar Dings gesehen. Komm schon, gib mir. Danke. Wir wollen ja hier nichts kaputt machen. Bringt uns eigentlich diese Sonnenbrille? Sagt der Typ, ist das gar nicht. Liebe ist da zu sitzen und das ruhige Meer zu genießen. Die Kleinigkeiten des Lebens werden auf einmal nicht so nichtig. Na gut, wenn er das sagt, dann ist das so. Das stimmt aber nicht. So. Das ist eine blaue, die wollen wir natürlich nicht nehmen. Wir wollen nur gelb. Wir stehen nur auf Geldgelb. Komm schon, Mario. Ja, klasse. Ich glaube, ich verballer hier gerade ein bisschen zu viel Zeit. Einfach nur... oh, ups. Schön. Und noch schöner. Klasse. Kann ich wieder rein? Darf ich mal da rein? Mario, zum Casino hier lang bitte nur. Ich muss gestehen, das Casino ist Leute leider geschlossen. Es kommt schaurige Geräusche aus dem Keller. Pronto, sieh nach, Mann. Bitte hilf uns. Und ich will mein Geld verdienen, Mann. Na gut, ich kann trotzdem überall hin. Ja, dann ist ja gut.
Das heißt, ich kann hier überall Geld sammeln und dann da in den Keller gehen und von den Monstern das Geld suchen. Aber ehrlich. Ey, ich kann nicht ziehen, irgendwie so. Ach so, das ist diese Münze da, oder was? Das wäre unser Hotel gewesen, Peach. Mann, daher werde ich so gerne mit dir Zeit verbracht. Peach, du bist nämlich meine Muse, mein Pfirsichbäckchen, meine Orangenhaut. Nein, Entschuldigung. So, wir werden hier bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie viel hier eine Nacht kostet, aber wenn die hier so Geld rumfliegen haben, wie nichts Gutes, nehme ich an. Es ist ein Luxushotel. Guck mal, und hier muss er nicht atmen, obwohl sein Kopf eindeutig unter Wasser ist. Plus Nase. Hinterfragen wir nicht. Akzeptieren wir so. Ich kann auch die einfach wegschießen. Boing. Selber schuld, verdient. Ja, was soll denn das, Junge? Was ist los mit dir? Habe ich die noch nicht abgespritzt hier? Doch, die habe ich auch schon abgehört. Jo, perfekt. So, liebe Moneten. Ihr sollt in meinen Portemonnaie bitte kommen. Mario hat immer pro Spiel so ein Mindestding, was er gerne an Geld verdienen möchte. So ist halt Mario, ne? So ist der gute alte Mario. Oh, ich habe die Blumen gegossen und schon geht's ab hier. Für dir, Hände waschen nicht vergessen. Weiß auch gar nicht, bist du nervös oder warum chillst du hier so im Badezimmer rum? So. Klasse. Ach ja, da komme ich ja nicht mehr raus und da komme ich auch nicht oben rein. Das heißt, ich muss hier lang. Gut, wir suchen mal diese Dings hier oben. Keine Geister? Ja, das ist schaurig. Schaurig und beschaulich. So. Das ist, als hätte das, wäre das gut abgestimmt, was ich hier gemacht habe bis jetzt. So, da sind auch nochmal Münzen. Zack und zack und zack. 42. Da fehlen aber noch eine ganze Menge. Ich muss wahrscheinlich in diesem ganzen Labyrinth da oben rumchillen. Gib mir das. Danke schön. Danke schön. Man weiß ja nie, ne, ob man hier irgendwo noch was herbekommt. Sehr schön aufgeladen. Hier, Pflanze, wie wär's mit dir? Nein. Was ist eigentlich mit dir hier nicht in Ordnung? Ich hasse Menschenmassen und ach, dieser Lärm. Aber mit Palmermassen komme ich klar. Je mehr, desto besser. Außer uns scheint hier niemand zu sein. Meinst du jetzt uns beide oder du und die Frau? Das findest du gut wahrscheinlich, oder? Du schämst dich ein bisschen, deswegen chillst du da. So, so, so ein Schlingel bist du also, ja? Habt ihr das gesehen, Freunde? Unfassbar. Dieser kleine Schlawiner, denkt, der kann hier klar machen ohne Ende. Ah, und ich dachte, hier oben finde ich richtig Kohle. Ja, finde ich sogar. Hier ist diesmal auch alles freigelegt. Das heißt, ich muss nicht unnötigerweise 1000 Jahre suchen. Sondern da lang. Ich muss da lang. Sehr schön. Das Labyrinth macht nichts. Das ist voll krank. Ich liebe es, so zu laufen. Das ist irgendwie cool. Aber ich sollte es lieber nicht machen, damit ich den Weg auch finde. Denn ich habe ihn nicht gefunden. Verdammt, ich habe den Weg verfehlt. Dieser Weg ist es. Jo, jetzt habe ich ihn. Klasse. Da waren die blaue Münze. Erstmal gehen wir hier lang. So, die Leute hören so über sich so nur so dieses Geräusch hier. Ja, genau. Ich würde mich auch sehr merkwürdig fühlen. Ich würde denken, entweder Ratten, Einbrecher. Oder, ja, keine Ahnung. Mehr fällt mir nicht ein. 30 Stück noch. Oh, hier war ich ja eben schon. Na gut, ab in die Jungstoilette. Wir müssen mal etwas Wichtiges erledigen. Ups, Mario, es tut mir leid. Ich hoffe... Wow, der hat auch so einen Schmerzensschrei, das ist unfassbar. Mama! Das ist schon witzig. Na, macht es dich immer noch krank, dass ich hier bin? Platsch!
Oh nein! Ach, Mario! Der große Calzone, Mann! Lido Sirena, was geht ab? Lido Sirena, was geht ab? Lido Sirena, was geht ab? So. Spring doch da durch. Wie kommt man hier eigentlich durch? Kann man mal gucken so? Ah, man könnte es sehen. Aha. Das ist ja cool. Du hast es nicht verdient. Was sagst du denn jetzt, hm? Verrate mir, ist mein Zimmer nur eine Abkürzung oder was? Jupp, du hast es nicht anders verdient. Abkürzungen sind gut für die Figur. So. Komm schon. Heißt nicht sein Ernst hier. Kein Bock, mich so geduldig anzustellen. Schön. Alter, ich habe nur ganz leicht so Spritz gemacht und der so, boah, ich muss tausend Mal ausrasten hier. Habt ihr wohl gedacht, ihr könnt euer Geld von mir verstecken, hä? Hier kommt der Schuldeneintreiber. Ihr seid doch nur... Ey, hör zu, du könntest etwas höflicher sein. Hast du gerade gesagt, höflich? Hier, putze euch, Mann. Was ist los mit euch? Was geht ab? Es gibt nicht viel, das dich tangiert, oder? Du tangierst mich peripher, Mann. Naja, wie diese sagen quasi, dass ich voll frech bin. Ach, krass. Nur weil ich da reinkomme. Kriege ich jetzt noch Münzen von den Spielhallen? Ich habe keine Lust, da reinzugehen und dann nichts mehr zu bekommen, aber ich mache es jetzt einfach. Oh, Mario, hier lang bitte. Na gut, machen wir es trotzdem einfach. Zack. Oh, ihr habt mich verarscht. Ihr habt mich dran gekriegt, das stimmt. Das war nicht schlecht, mein Freund. Will euch aber eigentlich... Oh nein. Mir schwammt Übles. Mir schwammt Übles. Aber Münzen kriege ich ja hier nicht zu knapp. Ich meine, ich könnte auch die ganze Zeit Automaten spielen, aber... Nee, das geht gar nicht. Blau. Und eine richtige gelbe. Jo, du sollst bestimmt in die Flamme klettern. Das war meine Absicht. So, als ob hier so einfach so blaue Münzen rumliegen würden. Du glaubst doch echt, ich falle auf alles rein, ne? Hier, stirb, mein Freund. Habe ich nur irgendeinen Geist vergessen? Oder wieso geht das nicht weiter? Slots. Ich will spielen. Ah, da hinten. Ah, nee, das ist eine blaue Münze. Es geht ab. Dieser Schreib mir nicht richtig. Etwas stimmt nicht. Ich muss irgendwo einen Geist vergessen haben. Was würde es gehen? Krass, wo habe ich den denn jetzt vergessen? Ich kann hier auch einfach wieder rausgehen? Nee. Ah, was für ein wunderschönes Casino. Okay. Jetzt vielleicht? Hallo? 13 Münzen? Seid ihr? Was muss ich machen? Hallo? Ach, ich weiß es. Ach, ich bin ja auch ein Trolli. So, lieber Geist. Ich hoffe, du gibst mir jetzt bitte die Münzen. Alles andere wäre frevelhaft. Denn ich will dich nicht besiegen. Ich will nur gegen dich... Oh, das ist ein bisschen gruselig. Der lacht mich schon so aus, so von wegen, ja, du kriegst hier keine Münzen, das kannst du vergessen. Aber ich brauche Münzen. Und wenn es zu lange dauert, ist das halt so. Komm schon, gib mir...
Oh nein, sterben sollst du gar nicht. Nein. Was sind das eigentlich für Billiggeister? Komm schon. Ja, sterben. Tun wir alle mal. Und. Oh. Oh. Komm, gib mir Münzen. Gib mir Münzen. Wie viele Geister noch? Münzen? Das ist Obst, das sind keine Münzen. Kann ich die ummünzen? was für ein Schuss. Mario, ich weiß, wie das geht. Plutsch. Er lacht nicht aus, was? Ja! Gib mir mal Münzen, Mann. Ich brauche Münzen. Können diese Dinger jetzt mal verschwinden? Okay, Leute, ihr werdet das jetzt sehen, wenn ich die Münzen vollständig habe. Jawohl, Münzen. Oh mein Gott, das sind alle direkt. Oh, perfekt. Nee, nicht alle. Einer für eine oder zwei fehlen noch. Einer fehlt noch. Ach Gottchen. Irgendwas mit Malzbier, bitte. Oder ein Gegner, der mir eine Münze gibt. Das wäre fantastisch. Der da zum Beispiel. Und da haben wir die Sonne. Ich hoffe, die fällt nicht weg oder so. Okay. Kein Problem. Ich denke, die kriege ich trotzdem. Und jawohl, alles verschwunden. Scheiß drauf. Der Geist spukt hier nicht mehr. Das sieht ein bisschen glitschig aus, aber trotzdem haben wir es geschafft. Geladen und entsichert. Perfekt. Oh yeah. Mann, 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 Mann. Da fehlen ja nur noch zwei Level. Und ich finde, die halten wir uns für den nächsten Part vor, denn das ist das letzte Level und der Piazza selbst. Dann haben wir 94 und es fehlen 26. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Schaltet das nächste Mal wieder ein und ciao!